Willkommen zu einem neuen Part Story of Seasons. Heute ist ein Tag wie der andere, aber wir haben Post bekommen von Mora, dem Naturgeist alias Erntewichtel. Ich bin das Mora, der Naturgeist. Es sieht so aus, als gäbe es eine Menge Leckereien in deiner Stadt. Ich kann es nicht erwarten, alles auszuprobieren. Oh, und es ist nett, dich kennenzulernen. Ja. Nett von dir. Hallihallo, ich bin's Flick, der Naturgeist. Ich bin mir sicher, dass wir dich hier oft sehen werden. Es ist schön, dich kennenzulernen. Okay, für die heutige Folge hatte ich mir überlegt, ein bisschen über Harvest Moon allgemein zu reden. Also, ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, aber Story of Seasons ist theoretisch Harvest Moon. Sie sieht langsam richtig wie eine Mutter aus. Okay. Ist theoretisch Harvest Moon. Es ist sozusagen von den Entwicklern von Harvest Moon, aber die Namensrechte sind bei Natsume. Die entwickeln jetzt immer noch weiter in Harvest Moon. Deswegen kommt bald ein Story of Season raus und auch nochmal ein Harvest Moon. Aber eigentlich das wahre Harvest Moon, was halt nicht mehr Harvest Moon heißt, ist Story of Seasons. Und das andere ist ein neues Harvest Moon, was halt nicht mehr von den gleichen Entwicklern gemacht wird. Denn Marvelous, die jetzt Story of Seasons machen, haben Harvest Moon immer entwickelt und dann gab es jetzt irgendwie so einen Rechtsstreit mit Natsume und Natsume behält sich halt die Namensrechte vor, deswegen kann man Story of Seasons nicht Harvest Moon nennen und deswegen kann man die Erntewichtel nicht die Erntewichtel nennen, sondern Naturgeister. Ja, ziemlich blöd sowas, aber naja, jetzt kommen bald ein Harvest Moon raus und ein Story of Seasons. Mal schauen, was besser wird. Also, ich muss sagen, hier von Story of Seasons bin ich jetzt auch nicht so begeistert. Also, es ist nicht schlecht, aber irgendwie das beste Harvest Moon war halt einfach Harvest Moon DS. Aber im Gegensatz zu The Lost Valley, das verlorene Tal, ist das hier definitiv besser. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an das verlorene Tal erinnern? Das war halt dieses Minecraft-ähnliche Harvest Moon. Und das war halt von Natsume, nicht von Marvelous. Ich hoffe, man versteht gerade überhaupt, was ich sage, weil es so viel durcheinander ist. Aber ja, Lost Valley war natürlich richtig Schrott, also hat mir gar nicht so gut gefallen. Und ja, dann kam halt Story of Seasons und das, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut, bis auf die Grafik. Und ja, aber wie gesagt, meine Lieblingsgrafik war halt die Grafik von Harvest Moon DS. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Harvest Moon DS, da kannst du aber gerne in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Harvest Moon war. Ach, die Oma ist draußen. Ja, ich habe ziemlich viel gespielt. Mein erstes Harvest Moon war das A Wonderful Life auf der GameCube. Das habe ich ziemlich tot gesuchtet. Aber da war es halt so, dass man nach dem ersten Jahr, wenn man keine andere geheiratet hat, da gab es nur drei Heiratskandidatinnen. Das war einmal Muffin, Selina und Naomi oder irgendwas mit N. Die hatte so rote Haare. Muffin war, ich glaube, die hieß dann später auch irgendwie anders. Also in Harvest Moon, ich muss erst mal alles von Anfang an erzählen. Und nachdem man, wenn man nach einem Jahr niemanden geheiratet hat, hat man automatisch Selina geheiratet. So, das pausieren wir kurz. Natürlich neue Naturgeister. Was hat denn hier so lange gedauert, Flick? Ich habe schon so lange gewartet, dass ich fast eingeschlafen bin. Tut mir leid, Pepita. Ich werde dir später eine schöne Blume aussuchen, um es wieder gut zu machen. Nun, zum Glück bist du so ein Charmeur. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Und was hast du bei deiner Untersuchung gefunden? Ziemlich viel. Honigbienen lieben es hier. Pilze und Blumen gefällt es hier auch. Und oh, hochwachsende Pflanzen würden hier nicht so florieren. Das ist mein Bericht. Da hast du erstklassiges Land zum Anbauen gefunden. Gute Arbeit. Klar habe ich das. Wow, bist du das, Jasmin? Wie hast du es geschafft, dich an uns heranzuschleichen, wo du doch so groß bist. Hey, bist du ein Mensch? Hallihallo, ich bin Pepita. Also kannst du uns tatsächlich sehen, was? Wie wundervoll bizarr. Wie wundervoll bizarr, okay. Nun, jetzt wo wir wissen, welche Arten von Pflanzen hier am besten wachsen, sollten wir weitergehen. Tschüssi. Warte, Flick, du schuldest mir eine Blume. Süß. Diese kleinen Naturgeister sind ziemlich süß. Ich frage mich, ob ich sie wiedersehen werde.
Bestimmt. Hochwachsende Pflanzen wachsen hier nicht so gut. Aber die sind doch hochwachsende Pflanzen. Ich wette, das Blumenfeld gehört Elise. Einfach mal drüber trampeln. So, und hier Pilz- und Honigfeld. Ja. Kann ich die Honigbiene fangen? Ja. Ja, okay, dann weiter zu Harvest Moon. Wie gesagt, Harvest Moon Wonderful Life, da gab es 3 Heiratskandidatinnen. Und danach habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es direkt Harvest Moon DS war. Das war halt genau an dem Dorf von Wonderful Life angelehnt. Also es war genau das gleiche, nur in einer viel besseren Grafik. Und man konnte mehr Leute heiraten. Und Muffin, ich weiß nicht, ich glaube Muffin wurde da umbenannt. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall, die hat im Café gearbeitet bei ihrem Vater. Oder ich weiß nicht, ob es ihr Vater war. Bei so einem Typen. Und der war auch ziemlich eifersüchtig, glaube ich. So war das. Ich kann mich selbst gerade nicht mehr so gut dran erinnern. Ich schaue nochmal hier kurz runter. Ah, noch eine Naturgeistinspektion. Flick, du bist eine Minute zu spät. Runter auf den Boden. Ich will 100 Liegestützen sehen. Entschuldige, Augusto. Ich mach das später. Mal mit ein paar würzigen Crackern wieder gut. Würzig? Sag das doch gleich. Schon ist alles Schnee von gestern. Puh, also hast du bei deiner Untersuchung irgendwas herausgefunden? Ich habe das hier herausgefunden. Das Gebiet hier ist am besten für Blattgemüse und Wurzelgemüse. Das wächst hier richtig gut. Faszinierend. Weiter so. Verstanden. Okay. Oh, hey, das ist der Jasmin. So treffen wir uns wieder. Hey, Jasmin, ich bin Gusto. Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist ein Mensch, aber kannst uns trotzdem sehen, ja? Abgefahren. Nett, dich kennenzulernen. Jetzt, da wir wissen, was hier am besten wächst, sollten wir weiter dem Ruf der Natur folgen, wenn man so will. Alles klar, rennen wir mal mit voller Kraft nach Hause. Komm schon, Flick, ich bin allzeit bereit. Pff, muss das sein? Ja. Was für ein energiegeladener kleiner Naturgeist. Ich frage mich, ob ich die beiden nochmal wiedersehen werde. Ja, wirst du. So. Ja, wie gesagt, Harvest Moon, DS. Die Grafik war einfach so süß. Und das Witzige ist, Lumina, so hieß sie, glaube ich, Lumina. Die gab es nämlich in The Wonderful Life auch. Und da war sie noch ein kleines Kind. Und, in Harvest Moon DS ist es dann so, dass sie schon ein bisschen älter ist. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Ich rede gleich weiter darüber. Naturgeistinspektion. Du bist spät dran, Flick. Du bist unser Anführer, also liegt es an deiner Verantwortung, verantwortungsbewusst zu sein. Entschuldigung, Torque. Ich gebe dir dafür später einen seltsamen Apparat, den ich gefunden habe. Ich schätze, ich kann diesmal darüber hinwegsehen. Also, was hast du mit der Untersuchung dieses Gebietes herausgefunden? Mein Bericht lautet wie folgt. Dieses Gebiet eignet sich besonders gut für Anbau von Reis und Weizen. Hört sich gut an. Nach fruchtbaren Ackerland. Gute Arbeit, weiter so. Natürlich, meine Arbeit ist immer gut. Oh, hey Jasmin, sieht aus, als hättest du uns schon wiedergefunden. Ah, du bist also Jasmin, korrekt? Wie interessant. Ich würde nur zu gerne untersuchen, wie es dir möglich ist, uns zu sehen. Man nennt mich Torque. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Nun gut, jetzt da wir wissen, was hier am besten wächst, sollten wir uns wieder auf den Weg machen. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte gehofft, mich etwas ausgiebiger mit dir zu unterhalten, aber vielleicht ein andermal, in Ordnung? Ciao. Jetzt kommt gleich... Oh, das war süß. Ich hoffe, ich kann sie wiedersehen. Dieser Naturgeist schien besonders vernünftig zu sein. Ich frage mich, wann ich die beiden das nächste Mal sehe. Ja, das fragst du dich schon seit 10 Jahren. So, Lumina, da waren wir stehen geblieben. Also Lumina war bei Wonderful Life noch ein kleines Kind. Und bei Harvest Moon DS war sie halt schon ein bisschen älter und nach einem Jahr konnte man sie dann heiraten. Das fand ich richtig cool. Dann habe ich sie natürlich sofort geheiratet, weil ich fand es irgendwie süß. Da war das halt noch bei Harvest Moon so, dass man nicht entscheiden konnte, ob man ein Mädchen oder Junge ist. Da musste man immer einen Junge spielen. Aber ich fand das gar nicht so schlimm, weil die Frauen sahen immer so schön aus. Klaffmuschel.
Und keine Ahnung, ich finde so, seitdem man auch Mädchen spielen kann, so seit Sonnenscheininseln und sowas, die Männer sehen nicht so schön aus wie die Frauen, das muss ich schon sagen. Also die Frauen sehen alle total süß und schön aus und die Männer sind irgendwie alle so, keine Ahnung, nicht so schön und süß wie die Frauen. Aber deswegen will ich jetzt nicht unbedingt einen Mann spielen, weil ich möchte irgendwie schon eine Frau spielen. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das mal, bei Story of Seasons gibt es ja immer mehrere, also generell bei Harvest Moon gibt es ja mehrere Speicherplätze und dann kann ich den zweiten Speicherplatz dazu nutzen, einen Mann zu spielen und eine Frau zu heiraten. Aber naja, mal schauen. Also das würde ich dann offscreen machen, das würde ich nicht nochmal in ein Let's Play packen, weil ich finde, das Let's Play zieht sich sowieso schon irgendwie so in die Länge. Ich versuche es ja jetzt ein bisschen spannender zu machen, indem ich halt so Themen berede. Das ist halt so, das ist leider die Eigenschaft von Harvest Moon oder Story of Seasons, jetzt wie man es sagen will. Naja, dann weiter. Also Harvest Moon DS habe ich dann gespielt und ich weiß nicht, ob da noch irgendein anderes Spiel dazwischen kam. Ich weiß es gerade nicht. Aber dann war ja Sonnenscheininsel. Da gab es ja mein Inselparadies und die Sonnenscheininsel. Da weiß ich jetzt nicht genau, was als erstes war. Aber das fand ich auch ganz süß. Aber die Grafik war wieder nicht so meins. Das war so ähnlich wie hier, nur noch kleiner und keine Ahnung, alles so eckig. Ich mag diese süße, runde, niedliche Grafik von Harvest Moon DS halt einfach. Oder von Animal Crossing, das ist auch nochmal ein bisschen anders, kann man nicht vergleichen. Aber vielleicht kann ich ja mal Harvest Moon DS spielen. Und euch das einfach mal zeigen oder so. Mal aufnehmen mit der Capture Card. Das wäre eine Option. Naja, dann Sonnenscheininseln waren eigentlich auch ganz cool. Eins war ja mit Inseln freischalten. Entweder mal Inselparadies oder Sonnenscheininseln, ich weiß es nicht. Eins von beiden muss es gewesen sein. Und das andere war so ähnlich, glaube ich. Mit dem einen konnte man immer mit dem Boot irgendwie zu den Inseln fahren und beim anderen, ach, ich weiß es nicht mal, es ist so lang her. Ja, das fand ich eigentlich auch noch ganz cool. Und die Person von Sonnenscheininsel trifft man ja teilweise auch in... Trifft man ja teilweise auch in anderen Spielen wieder. Das finde ich ganz cool. Also hier in Story Paradies. Ja, jetzt vermische ich schon die Namen. Hier in Story of Seasons ist natürlich nicht so, weil, wie gesagt, dieser Rechtsstreit mit Natsume, das finde ich ein bisschen schade. Das heißt ja, dass wir nie wieder Cam oder so sehen oder nie wieder, keine Ahnung, wie hießen die ganzen anderen, zum Beispiel Lumina, Muffin, Selina, Naomi, wie hießen die von Inselparadies, ich weiß noch, wie sie aussehen, aber ich weiß nicht, wie sie heißen, Dennis war doch dieser eine Fischer und die kamen ja teilweise in anderen Spielen auch nochmal vor und jetzt werden sie wahrscheinlich nie wieder hier sein in Story of Seasons, ein bisschen traurig, aber da muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht treffen wir sie ja in Harvest Moon wieder. Silk Tree Village heißt, glaube ich, das nächste, was rauskommt. Aber ja. Zum Beispiel, was ich total cool finde, ist hier diese Grafik, wenn die Leute reden. Also, so die Grafik, keine Ahnung, dieses Manga-mäßige finde ich total cool. Wenn man das irgendwie noch ins Spiel mit einbauen könnte, wäre schön. Aber das Manga-mäßige ist halt immer nur zweidimensional und das Spiel muss halt dreidimensional sein. Das ist, glaube ich, so das Problem. Aber naja. Ja, dann weiter. Magic Melody gab es noch für die Wii. Das habe ich auch gespielt. Da musste man so Melodienoten sammeln und konnte das Land dann wieder zum Leben erwecken. Eigentlich geht es ja immer darum, dass das Land scheiße... Ups, entschuldige meine Wortwahl. Dass das Land doof ist und man das wieder schön machen muss. Und ja, das ist eigentlich immer das Prinzip von Harvest Moon. Ich frage mich, ob es hier jetzt auch eine Erntegöttin gibt. Weil die Erntegöttin ist so cool. Ich wünschte, sie wäre noch hier, aber ich glaube, das kann man halt nicht machen. Aber wenn es Erntewichte gibt, dann gibt es bestimmt eine Naturgeistgöttin oder sowas. Naja, ja. Magic Melody, muss ich sagen, keine Ahnung, so Harvest Moon für die Wii hat mich nie so gepackt, weil, keine Ahnung, ich spiele lieber auf dem Handheld, also dann kann ich es überall hin mitnehmen, wenn ich auf der Wii spiele, bin ich so dran gebunden, vor dem Fernseher zu sitzen und ich kann den Fernseher ja nicht überall hin mitnehmen,
Das ist so generell mein Problem bei den Spielen auf der Wii. Deswegen sowas wie Mario Kart oder so finde ich ganz witzig. Aber was man so zwischendurch immer spielen kann, wie Animal Crossing und so, ist halt ein bisschen ungünstig, finde ich. Zum Beispiel Animal Crossing Wild World habe ich total gesuchtet. Animal Crossing Let's Go to City habe ich auch gesuchtet, aber nicht so viel wie Animal Crossing Wild World oder Animal Crossing New Leaf. So, jetzt können wir endlich wieder was verkaufen. Bisschen Money. Oh, wie viele Steckrüben haben wir denn? Hier, das ganze Futter können wir auch verkaufen. Was ist der Unterschied? Achso. Hier, die ganzen Fische. Oh Gott, das dauert wieder so lang. Ich hoffe, ich verkaufe nur nichts Falsches. Ah, ja, okay, da hätte ich wahrscheinlich was Falsches verkauft. Ja, dann gab es noch Tierparade für die Wii. Das habe ich nie gespielt, weil, keine Ahnung, ich habe sie einfach nicht gekauft. Da kam ich einfach nie dazu, aber ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Dann Baum der Stille gab es ja noch, das habe ich auch nie gespielt. Wie gesagt, diese Wii-Spiele und so habe ich halt wirklich nicht so gespielt. Und dann zu dem neuesten Teil, zum letzten relativ guten Harvest Moon, wo ich die Grafik auch besser fand, war Geschichten zweier Städte. Das Blöde ist halt, dass es ziemlich langwierig... Oh, shit. Habe ich gerade Steine verkauft? Ich hoffe nicht. Ah, ich werde es sehen, wenn ich schneide. Dann werde ich mich ärgern. Was mache ich da? Also wie gesagt, ja, dann habe ich nun Geschichten zweier Städte. Das fand ich noch relativ gut, aber es war halt auch so langwierig und hat auch so lange gedauert mit dem Tunnel und alles. Aber das habe ich... Das war nicht ganz gut. Ich glaube, ich habe Cam geheiratet am Ende, aber ich habe den Tunnel immer noch nicht fertig gebaut. Naja. Aber das ist doch nicht so von dem Aufbau her wieder besser. Zum Beispiel Story of Seasons finde ich so unübersichtlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Bei Dings, da fand ich es halt irgendwie besser. Nee. Items kaufen. Vielleicht... Können wir hier irgendwas Gutes kaufen? Steckrübensamen. Lohnen sich 13 jetzt noch? Ja, ich kaufe jetzt einmal mal 13. Brille mit Gestell? Nee. Ich kaufe mal ein paar weitere Kaffeepackungen. Oh. Steinsalz. Ja, wie gesagt, wir wollen ja sparen für den Hühnerstall. Deswegen nicht so viel kaufen. Ja, dann haben wir das hier gemacht. Dann müssen wir noch schnell die anderen Felder beackern. Ich glaube, wir haben hier relativ jedem Hallo gesagt. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, Elise Hallo zu sagen. Aber Elise will ich auch nicht heiraten, deswegen ist das egal. Wir gehen jetzt noch schnell Fritz und Giorgio Hallo sagen. Toll, jetzt wo ich gerade alle Insekten verkauft habe, fange ich wieder neue Insekten. Egal, fürs nächste Mal, wenn sein Land da ist. Ach, wir haben erst 14 Uhr im Spiel. Ja, das ist gut, aber wir haben schon 19 Minuten Aufnahme. Das liegt wohl daran, dass die ganzen Erntewichtel so lange gebraucht haben. Und Giorgio ist irgendwie nicht da. Keine Ahnung, warum er nicht da ist. Ja, also dann habe ich nun Geschichten zweier Städte, genau. Das war mein vorletztes, mein letztes richtiges Harvest Moon. Ich sehe Harvest Moon, das verlorene Tal, nicht als richtiges Harvest Moon an, weil es einfach Kacke ist. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich als richtiges Harvest Moon ansehen soll. Story of Seasons oder Harvest Moon. Aber ehrlich muss ich sagen, Story of Seasons ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich finde es einfach traurig, dass die beiden sich getrennt haben, weil die haben die besten Spiele gemacht, wenn die zu zweit waren, also zusammen entwickelt.
So, wenn jeder sein eigenes Ding macht, fehlt von beiden irgendwie etwas. Ja. Also es wäre am besten, wenn die sich wieder zusammentun würden und diesen dummen Rechtsstreit beiseite legen würden. Aber es geht wahrscheinlich immer nur ums Profitmachen und nicht darum, was gut ist. Aber so ist es immer. Man kann auch nicht sagen, ich wäre nicht so, weil jeder wäre so. Jeder Geld, man braucht halt Geld zum Leben. Natürlich schade, aber dafür haben wir das Positive ist, dafür haben wir zwei Harvest Moon am Ende. Also einmal Story of Season und einmal Harvest Moon Silk Tree Village. Können wir beides mal. Ich teste also beides mal aus und ich weiß auch nicht, ob ich beides Let's Playen soll. Also, wer bis hierhin geguckt hat. Oh, was ist das? Achso. Hä, wo ist denn hier so ein Wasserhahn? Ah, hier. Wer bis hierhin geguckt hat, kann mir ja mal sagen, ob sie es interessant finden würden, wenn ich beides spielen würde. Also Story of Season und Harvest Moon. Das Ding ist, es kommt halt noch erst nächstes Jahr raus. Also es hat noch ein bisschen Zeit. Bis dahin will ich auf jeden Fall das Story of Seasons Projekt hier abgeschlossen haben. Shit. Ich hoffe, ich kann die beiden Steckrübensamen noch. Shit. Oh Mann. Egal. Das war's dann von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und einen Daumen oben da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.